Vielleicht gibt es ein Addendum, laut dem man ins Turnier zurück darf, wenn man ein Auge mitbringt. Schwöcki, Ava Mata. Hätte ich nicht besser sagen können. Shrekki. Buta. Avanata! Ich hab genug. Ich hab genug. Das ist nichts für mich. Wo willst du hin? Ich gehe heim, wo ich hingehöre. Man versprach mir Wunder und Abenteuer und spektakuläre schwebende Inseln. Stattdessen fand ich ein Daventry, das nie so sein wird, wie es früher mal war. Daventry braucht dich, Graham. Ich weiß, du hast etwas anderes erwartet, aber gib ihnen Zeit. Es kann wieder großartig werden, wenn die richtigen Leute das Kommando übernehmen. Dieser Mensch bin ich nicht. Und wer an mich glaubt, könnte dabei draufgehen. Also gut, geh. Dann werde eben Zahnarzt. Ich schätze, Achaka hat sich geirrt. Was? Ach, nichts. Es war mir eine Freude, Graham. Raus damit! Na gut. Ich habe beim Ritterlichkeitstest mit Achaka ein paar Worte über dich gewechselt. Hast du dich nie gefragt, warum Achaka beim Turnier dabei ist, Graham? Hat er dir je gesagt, warum? Vielleicht, aber ich verstehe nur zwei Worte in seiner Sprache. Eine schreckliche Hungersnot hat Achakas Dorfjuk Michia geplagt. Er hat seine leidende Familie zurückgelassen, um am Turnier teilzunehmen. Er hoffte, eine Audienz beim König zu erhalten, um dort um Hilfe zu bitten. Ein hochgestecktes Ziel, selbst für ihn. Klasse. Also muss meinetwegen ein ganzes Dorf hungern. Jetzt geht's mir besser. Nein, denn dank dir wird ein Dorf gerettet. Achaka war beeindruckt von dir. Er hat mir gesagt, dass er dich auf deiner Reise nach Daventry beobachtet hat und dass du eine Person wärst, die Veränderungen bringen kann. Auf jeden Fall mehr als diese Blechköpfe. Wenn du nicht für dich selbst oder für mich kämpfst, dann kämpfe für die Jukmichianer. Sie brauchen dich. Du bist ihre letzte Hoffnung.
Von Achaka zu lernen, war ein wahres Schützenfest. Okay, der war gar nicht so übel. Oh, vielen Dank. Wie hast du die Kobolde ausgeschaltet? Mit Flinkheit oder mit Geduld. Warte es ab. Mir, ihr Teufel! Oh, du bist es wieder! Rette mich, rette mich! Gebiete dem Wahnsinn Einhalt! Hilfe! Zur Hilfe! Hilfe! Ha! Netter Schuss! Potz und Donner! Junge! So heißt du doch, oder? Junge, den Sternen sei Dank! Wo hast du gelernt, so zu schießen? Koboldisch ist zwar nicht meine Muttersprache, aber ich meine die Worte Einhorn und Streichel zugehört zu haben. Herr von Schling ist zu wild für ein Leben im Käfig. Hör mal, es tut mir wirklich leid wegen meiner diebischen Finger. Und danke für die Rettung. Ich habe heute schon genug durchgemacht. Ich verzeihe euch. Nur eins noch. Ja, das ist nett, Junge. Echt nett von dir. Und da alles wieder in Ordnung ist, möchte ich dich um einen Gefallen bitten. Kannst du diese seltene und wundersame Zutat zum Hobby-Magierladen in der Stadt bringen? Es ist ein Dösblatt. Aber Vorsicht beim Transport. Herr von Schling hat mal eins gefressen und lag danach tagelang flach. Und als Zeichen meiner Dankbarkeit ist hier dein Geld zurück. Hier, bitte. Mehr habe ich nicht. Die Kobolde haben mich ausgeplündert. So, ich muss los. Gut, dass die Hose so luftig ist. Nochmals danke, das vergesse ich dir nicht. Auf Wiedersehen, tschüss! Hat der Krämer sich dran erinnert? Ja, der Krämer vergaß es sofort.